Teambuilding der besonderen Art. Die Profis des FC Augsburg haben die Länderspielpause genutzt, um den Kopf frei zu bekommen und für das spannende Ligafinale Kraft zu tanken. Das Fahrtraining von Automobilpartner Audi bot für FCA-Coach Markus Weinzierl und seine Mannschaft eine willkommene Abwechslung im nervenaufreibenden Kampf um den Klassenerhalt. Es ist auch gut fürs Team und für den Teamgeist, und wir leben die Partnerschaft auch mit Audi. Von daher machen wir das sehr gerne und ist gerade vielleicht das richtige Event, um Vollgas zu geben, dann auch in den letzten 7-Punkt-Spielen. Mal den Kopf frei bekommen, was anderes denken, nicht nur an Fußball. Gerade jetzt auch in der Länderspielpause auch mal was anderes machen als Team. Und wie gesagt, wir haben uns alle drauf gefreut. Jetzt sind wir hier und macht wahnsinnigen Spaß. Und man denkt erstmal nicht an die nächsten 7 Spiele, die noch kommen, sondern bekommt man den Kopf frei und denkt mal was anderes. Auf der Teststrecke in Neuburg an der Donau konnten die Augsburger bei verschiedenen Fahrübungen insbesondere ihre Konzentration und Geschicklichkeit schulen. Fähigkeiten, die auch in den verbleibenden 7 Bundesligaspielen gefragt sein werden, um am Ende erneut den Verbleib im Fußballoberhaus zu sichern. Wir müssen es einfach mehr wollen wie der Gegner in den letzten Spielen. Haben auch noch Spiele gegen direkte Konkurrenten, und das sind dann natürlich die Big Points. Also von daher warten noch spannende Wochen auf uns, aber auch schwere Aufgaben auf jeden Fall. Das geht jetzt um einfach die Punkte zu holen, und im Moment ist es ja wichtig, die Punkte zu holen, dann die Art und Weise, wie man spielt, und das steht jetzt an, aber ich glaube, wir sind gut darauf vorbereitet und hoffentlich können wir das auch auf den Platz bringen. Den Schwung aus dem Fahrtraining wollen Daniel Bayer und Co. mit auf die Zielgerade der Liga nehmen. Schon am Samstag in Mainz will der Europa-League-Teilnehmer seinen 2. Rückrundensieg einfahren, um im Liga-Endspurt noch rechtzeitig die Kurve zu bekommen.